Hallo, herzlich willkommen. Wie der Kollege mich vorgestellt hat, mein Name ist Dennis Mühlmann. Der Vortrag, den ich heute halten werde, heißt iDoIt und SourceMDB. Und inhaltlich wird es eben auch genau um diese Software gehen. Nach einer kleinen Einführung dazu, was iDoIt überhaupt ist und was iDoIt überhaupt tut, werde ich einfach mal live hier so ein bisschen zeigen, was dann auch was das in Betrieb dann bedeutet, wie man es verwendet und die Hauptfunktionalität ein wenig vorstellen. Bei der Vortraglänge von jetzt knapp 55 Minuten, die wir noch haben, werden wir nicht schaffen, das wirklich erschöpfend zu behandeln, sondern wirklich nur die wichtigsten Themen eben anzureißen und zu zeigen, was ist denn im Kern, was man im Kern denn alles machen kann. So, also zunächst mal, was ist iDoIt überhaupt? iDoIt ist zunächst mal vornehmlich eine Dokumentationslösung für IT-Netze, IT-Systeme oder ganze IT-Landschaften. Also sprich für mein Unternehmen kann ich dort eine komplette IT-Landschaft, so wie ich sie habe, dokumentieren in beliebiger Tiefe. Das ist mal anforderungsabhängig, da hat jeder seine eigenen Anforderungen, wie stark und wie detailgenau er das dokumentieren möchte. Und hier stellt sich iDoIt relativ flexibel dar. Man kann das sehr detailgenau alles dokumentieren, man kann es aber auch lassen und wirklich nur grob dokumentieren. Das ist so vollkommen die persönlichen Anforderungen anpassbar. Das Ganze stellt sich auch da als Framework für ITSM-Funktionen. Neben so einer Dokumentation ist eben auch gleichzeitig hier an der Stelle verwendbar als CDB und so versuchen wir auch diese ITIL-Anforderungen, die an so eine CDB gestellt werden, in diese Dokumentationslösung einzubringen, um hier weitere ITSM-Funktionen anzubieten und diese CDB im Prinzip als Datengrundlage für alle möglichen Verwaltungsprozesse und so weiter zu verwenden. Wie ich schon sagte, an den Einzelrichtlinien ausgerichtet, wir versuchen, wo es nur geht, praxisorientiert Einzelansätze aufzugreifen und umzusetzen, wobei im Zweifelsfall aber mehr der praxisnahe Ansatz überwiegt. Also sprich da, wo in der Praxis normalerweise vielleicht etwas andere Anforderungen gestellt werden, da versuchen wir das dann eben auch pragmatisch zu lösen. Nehmen Sie dann starr an ITIL auszurichten, gerade weil es auch nicht immer so hundertprozentig klar definiert ist, wie es denn eigentlich auszusehen hat. Habe ich auch schon gesagt, in Zeittiefe und Umfang anpassbar, das heißt, sehr flexibel ist das Ganze, grob oder detailgenau abgebildet werden. Ne, das Ganze stellt sich dann als webbasierte Anwendung. Wir sehen das gleich über den Browser, wird komplett gesteuert und es ist so eine Standard-Client-Server-Anwendung wie MySQL. Und das Ganze ist natürlich Open Source. Ja, also ich kann eine detaillierte Erfassung meiner IT-Komponenten hiermit im Prinzip erstellen. Und was ich im Prinzip abbilden kann, sind Stromnetze, Datennetze, Speichernetze, meine komplette Landschaft, alles, was man so typischerweise in so einer IT-Landschaft vorfindet. Gleichzeitig gehört dazu eben diese lückenlose Verfolgung von Änderungen. Sprich, es gibt ein Logbuch, in dem alle Änderungen, die ich vornehme, innerhalb des CDB auch revisionssicher verfolgt werden. Das ist dann also jederzeit der Stand von Tag XY wieder eingesehen werden. Schaut dann, was war damals der Fall. Abhängigkeiten, das ist gerade auch das Wichtige, also Stromnetze, Datennetze und Abhängigkeiten unter diesen unter den IT-Komponenten, die sind besonders wichtig, gerade wenn es um CDB geht, das ist ja gerade Configuration Management, das ist ja gerade aus, dass nicht nur einfach die ganzen Geräte, die ich habe, und die ganzen Dienste, die ich habe in meinem Unternehmen, einfach abgebildet werden und dargestellt werden, sondern dass auch die ganzen Interdependenzen und Abhängigkeiten, die unter den Diensten bestehen, eben auch gleich mit abgebildet werden, weil das auch gerade der interessante Ansatz ist, das macht das CDB erst richtig praktikabel. Des Weiteren gibt es ein Workflow-Modul, auch noch ganz interessant, hilfreich bei der Vorbereitung oder auch bei der Nachpflege der Dokumentation, weil man damit eben vorgefertigte Tasks und Checklisten definieren kann, was das genau bedeutet. Wenn wir vielleicht auch noch sehen, je nachdem, was die Länge der Präsentation noch gibt, wie viel Zeit wir da noch haben. Verträge, Notfallpläne, Handbücher, also Dokumente, kann ich hinterlegen zu meinen IT-Komponenten. CI genannt, zusammen mit CMDB. Und eben weitere
ITSM-Funktion einbinden. Also das Ganze ist relativ offen in seinen Schnittstellen, das Hadoop, und erlaubt eben, dass andere Anwendungen sich über Web-Services oder einfach über die Datenbankschnittstelle gerade an dieser Datenquelle bedienen. Ja, wichtig sind in den Unternehmen eigentlich die Frage, welche Services bringt das Unternehmen eigentlich? Wie wird das Ganze überhaupt sichergestellt, dass diese Dienste auch tatsächlich immer laufen? Und welche Komponenten benötigt man dafür? Ja, also es ist manchmal einfach auf unstrukturierte Dokumentation oft nicht klar, welche Dienste in so einem Unternehmen eigentlich vital sind und wie überhaupt sichergestellt wird, dass diese Dienste laufen und wie überwacht wird, ob diese Dienste tatsächlich laufen. Und gerade eben auch welche Abhängigkeiten geben sich da. Also der Ausfall welcher Dienste verursacht einen Ausfall weiterer Dienste. Und dies kann man eben genau mit Hadoop dokumentieren und später auch zurückverfolgen. Ja, und Dokumentation, elementar ist einfach ganz wichtig, dass bei Dokumentation muss die Dokumentationswille auch da sein. Also sprich, wenn ich dokumentiere, dann nützt mir das Ganze am Ende auch nichts. Das heißt, man muss schon, wenn man da reingeht, den Willen bringen, auch hier lückenlos zu pflegen, zumindest das, was für einen eben wichtig ist, um später Nutzen davon zu haben. Ja, wenn ich also anfange und dann lade Fari einfach mal ein bisschen was dokumentiert und ein bisschen nicht und muss zur Lücke haben da an einigen Stellen, dann kann es sein, dass das letztlich am Ende auch nicht bringt, wenn ich das mit Hadoop dokumentiert habe, weil das Ganze eben inkonsistent ist oder unvollständig. Ja. Das ist IT-Service Management. Also, okay, das reicht schon. Also, wie ich gerade sagte, in vielen Unternehmen wird unstrukturiert, teilweise überhaupt gar nicht dokumentiert. Da gibt es einen Admin, der weiß alles. Manchmal weiß er auch nicht alles. Der läuft irgendwann in die Pumpe und da weiß niemand irgendwas. Und gerade deswegen ist der Dokumentationszwang eigentlich, wenn man vernünftig arbeiten will, gegeben. Es wird auch, und das merkt man momentan in Deutschland, vor allem auch im öffentlichen Bereich, wird der Dokumentationszwang vom Gesetz wegen ja auch immer schärfer. Bestehende Lösungen, die es im Moment gibt in diesem Bereich, sind zum einen häufig flexibel, anpassbar an das Unternehmen. Viele CMDBs sind speziell vorgefertigte Lösungen oder angefertigte Lösungen für Unternehmen, die dann mit viel Geld und viel Aufwand speziell implementiert werden, um gerade genau das zu leisten, was in den Unternehmen gebraucht wird. Und unser Ansatz ist da eben ein flexibles System bieten, dass man von seine eben anpassen kann. Ja. Und das Ganze bietet dann letztlich diese ganzheitliche Sicht auf die Komponenten und Services. Das heißt, das Ganze wird in einem konsistenten Rahmen gepflegt und bestimmte Strukturen findet man im Hadoop immer wieder. Das werden wir auch gleich sehen, sodass ich im Prinzip wieder die gleiche Struktur vorfinde und damit einen einfacheren Ansatz zu dokumentieren habe. Dann außerdem dieses CMDB und dem Dokumentationswerkzeug gibt es noch eine Fülle an Modulen, also beispielsweise Reporting, eigentlich dann elementar, wenn man dann einmal vernünftig dokumentiert, möchte man später reporten. Da gibt es ein Modul zu, mit dem man sich Reports erstellen kann, beziehungsweise auch bestimmte Standard-Reports einfach abrufen kann, die zur Verfügung gestellt werden. Und Export-Funktionen sind relativ beliebt und auch relativ wichtig. Es ist gerade so, dass viele Unternehmen, die jetzt Hadoop anfangen mit Hadoop zu dokumentieren, erstmal überhaupt nichts haben, dann haben sie aber gerade eine komplett leere Datenbank. Und wenn man jetzt ein riesiges Netz hat mit super vielen Services und Komponenten, dann ist es relativ mühselig, das alles in Hand einzufliegen. Von daher kann man aus bestehenden Datenbasen im Importmodul schon mal die Datenbank in die Zahl befüllen. Das ist zum Beispiel über einen OCS oder über ein Agent-Registry kann man einfach sich Daten in das Hadoop reinholen und dazu vor allem die initiale Befüllung machen. Es gibt ein Netzwerk-Monitoring-Modul, also hier im speziellen Nagios, das man hier anbinden kann. Das heißt, die Dienste, die man da dokumentiert, kann man auch gleich eben mit Nagios überwachen lassen und auch über das Hadoop den Status einerseits abrufen bzw. auch Logbuch verfolgen. Also Logbuch, also Änderungen am Status, Ausfallzeiten und so weiter können in den Nagios-Modul dokumentiert werden.
Standardschnittstelle ist endlich, das wir haben, damit kann man sich Daten an den Stand holen. Und es gibt eine Schnittstelle zu Syslog, sprich man kann aktuell auch noch eine Syslog anbinden und zu seinen Posts, die man im Netzwerk hat, beispielsweise Syslog-Meldungen auch in Hadoop erfassen und damit zurückverfolgen, was da denn passiert ist. Ja, was wir in Zukunft noch anstreben, noch weiter zu entwickeln für Hadoop, sind insbesondere Visualisierungen. Bilder sagen häufig mehr als 1000 Worte und wenn man dann zum Beispiel so eine Netzwerktopologie oder so einen Abhängigkeitsraum hat, dann kann man einfach diesen Vielbesser zurückverfolgen und einordnen, wie man das Ganze visualisiert dargestellt, anstatt dass man es einfach irgendwie textlich über eine Web-Oberfläche angezeigt hat. Simulation spielt so ein bisschen in den gleichen Bereich rein, also sowas wie ich ziehe hier den Deckel raus, welche Auswirkungen hat das auf mein Netz und welche Dienste fallen dann aus, welche Dienste sind davon betroffen, können nicht mehr richtig arbeiten. Ein Rechensystem, es gibt momentan schon ein Rechensystem, das ist allerdings momentan noch rollenbasiert, also sprich, es gibt verschiedene Benutzerrollen, die auf der Datenbank arbeiten, die sind dann nach Rollen verteilt, darf man entweder schreiben, lesen und so weiter zugreifen. Was wir in Zukunft da noch erweitern wollen, ist einfach, dass das Rechtssystem noch feingranularer wird, dass dort auch auf Objektebene Recht vergeben können, dass Besitzer vergeben werden können für Objekte, dass man dann genauso die Rechte vergeben kann, beispielsweise so ein Unix-File-System. Dann wollen wir noch ein bisschen an der Bedienung und Oberfläche arbeiten, die das einfach ein bisschen vereinfachen. Das ist ein Projekt, das bereits seit 2004 existiert. Da wurde es mal implementiert, der erste Prototyp. Und seitdem hat sich hier auch viel getan. Die ist sehr groß erweitert worden. Der Leistungsumfang hat sich immer erweitert. Und entsprechend bedingt das, dass man irgendwann nochmal in die Bedienung reingehen muss. Und dann muss man vielleicht noch ein bisschen einfachere Wege schaffen, um an bestimmte Informationen heranzukommen, um bestimmte Sachen zu tun. Und unsere Webschnittstelle, wir haben momentan schon eine Softschnittstelle am Hadoop, um irgendwas anzubinden, irgendwelche anderen Funktionen oder Programme. Und die wird im Moment aber auch kontinuierlich im Prinzip ausgebaut, weil mit jeder neuen Funktion, die Hadoop erhält, muss im Prinzip auch eine Schnittstelle dafür geschaffen werden. Ja, so, jetzt habe ich für den Vortrag selbst hier noch Folien vorbereitet, aber ich glaube, es ist praktikabler, wenn wir erst einfach mal auf das Hadoop selbst eingehen und einfach mal schauen, wie es denn jetzt aussieht, was da tatsächlich passiert und wie man es bedient. So, ja, das ist der Startbildschirm. Im Prinzip geht es ganz einfach los mit den Anmeldungen. Ab hier ist noch der erste besondere Schritt, die Auswahl des Mandanten. Also Hadoop ist mandantenfähig, sprich man kann mit einer Installation mehrere voneinander isolierte IT-Landschaften pflegen. Die kommunizieren nicht untereinander, sind wie gesagt isoliert. Und beispielsweise, wenn ich einfach mehrere Klienten habe oder mehrere voneinander getrennte Niederlassungen, Standorte und die einfach nicht miteinander in Verbindung setzen will, dann kann ich den unterschiedlichen Mandanten pflegen. Hier habe ich jetzt mal den Mandanten Synetics GmbH. Dann melde ich mich mal an. Und so präsentiert sich dann erstmal der Startbildschirm. Okay, jetzt fragen wir mal, gibt es mal Fragen hier? Nein. Gut, dann mache ich erstmal weiter. Mit der Oberfläche. Hier, was man auf der linken Seite sieht, das sind so die Objekttypen, typische Vertreter sind hier erstmal vorgegeben, die man so in den IT-Landschaften wiederfindet. Ich weiß, kann man das alles gut erkennen, dann an der Präsentation stehe ich so ein bisschen vor dem Problem. Okay, ja, typische Vertreter, eben Server, Schränke, Switches oder Clients, sind hier drin, alles, was man so vorfindet, typischerweise in so einer IT-Landschaft. Genau, das war heute im Prinzip, das bringt es auf den nächsten Punkt an, den ich jetzt angesprochen hätte. Wenn einem das hier, was man hier vorfindet, auf der linken Seite nicht ausreicht, kann man sich beliebige neue Objekte dazu finden. Das macht gerade die Flexibilität so ein bisschen aus. Wenn einem einfach die Menge an Objekten, die man hier hat, nicht ausreicht, kann man sich beliebige dazu definieren.
Beispiel einfach mal eine Etage vielleicht einfach erstellen und das dann auch dann im Prinzip in der Hierarchie so ein bisschen einordnen. Da gehe ich jetzt mal gerade auf den typischen Trainer hier, den Server. Und dann komme ich hier auf der rechten Seite im Content-Bereich so eine Liste mit all meinen Servern, die ich hier hatte. Sind das an der Stelle nur 5 Stück. Und wenn ich jetzt meinen Server hier reingehe, dann bekomme ich hier die nächste Hierarchie-Ebene, das ist nämlich auf der Objektebene. Wenn ich jetzt hier in den Objekt-Server einzeln bin, hier einen riesengroßen Baum erstmal und Kategorien. Das ist im Prinzip die Struktur, wie die Daten innerhalb von den Objekten hinterlegt werden, Formen und Kategorien. Diese Kategorien nehmen bestimmte Werte auf. Was auffällt ist, dass das ja auch relativ viele Kategorien sind, die reichen einem entweder aus, sind entweder es sind zu viele oder sind zu wenige. Hier auch wieder genau bei den Objekttypen. Ich kann mir eigene Kategorien zudefinieren, ich kann Kategorien entfernen. Also ich könnte jetzt alle Kategorien, die ich nicht pflegen möchte, einfach ausnehmen und dann gehe ich an der Stelle nicht mehr. Und dann eben auch dann neu dazu holen. Na, jetzt habe ich hier beispielsweise mal auf die Kategorie allgemein. Jetzt sind das allgemeine Daten hinterlegt, wie der Name für das Objekt, die ID, die man selbst jetzt nicht anfassen kann. Aber dieses ID zum Beispiel, so eine interne eindeutige Kennzeichnung für das CI oder für das Objekt hier, das ich hier pflege, ein Einsatzzweck. Ich kann mal auf Editieren gehen. Da kann ich dann zum Beispiel wählen zwischen Einsatzzweck, Produktion, Qualitätssicherung, Test, wie auch immer. Ich kann das Ganze speichern. Und dann finde ich hier eben auf der linken Seite so eine Menge an auch typischen Sachen, die man auch eben pflegt, beispielsweise CPUs. Oder auch Speicher. Hier kann ich halt innerhalb dieser Kategorien kann ich beliebige Einträge hinzufügen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte hier so einen Speicherregel hinzufügen. Ich klicke auf Neue und wähle hier aus den Listen aus die Daten, die diese Speicher kennzeichnen und auswählen. Hier auch wieder, dass alles konfigurierbar ist. Wenn ich hier nicht das finde, was ich eigentlich brauche, dann definiere ich mir einfach was Neues. Das der Liste hinzu und habe das dann da drin. Bin ich jetzt irgendein Hersteller oder irgendein Typ. Sag dann, dass ich davon zwei Stück zufügen möchte. Und finde ich hier eben diese zwei neuen Anträge in der Kategorie wieder. Es gibt zwei Wege. Es gibt entweder den Weg, wirklich selbst zu bewegen, gerade wenn man eben die Änderung macht, dann eben selbst nachzudenken, oder wie ich schon gerade am Anfang mal anklang, da war eben die Schnittstelle zu Inventory, mit der man im Prinzip Daten reinholen kann. Also sprich, man kann hier über den Controller, es gibt hier, man kann hier auch eben Adult, da liefert man im Prinzip mit, also für Windows liefert das, man kann es unter Windows laufen lassen, liefert das ein Con mit und Unix haben sie schon ein Con dabei und da gibt es so einen Controller, den man dann aufrufen kann, da kann man beispielsweise anstoßen, dass nicht zum Beispiel das aktuelle Inventar abholen soll. Ja, das also ist ja eben schaut auf die Maschine und dann die Daten automatisch einfügt. Es gibt aber auch eben bestimmte Daten, die über solche Schnittstellen nicht abgedeckt werden können, über ein Entity-Menü oder auch über ein OCS. Das sind beispielsweise Daten, die die Verknüpfung unter den Objekten ausmachen. Also beispielsweise eine Verknüpfung wäre der Standort. Das heißt, ich kann hier ein anderes Objekt, ich kann hier beliebig mit anderen Objekten verknüpfen. Und zum Beispiel eine Ausbildung wäre eben Standort als Verknüpfung und kann dann beispielsweise sagen, dieser Server hier, der steht, und hier habe ich hier die verschiedenen Standorte, hier ist ein Gebäude, das heißt Tivoli, darin steht der Serverraum und darin steht ein Server-Rack. Das kann ich zum Beispiel sagen, steht im Serverraum. Das Ganze speichern. Dann habe ich hier einen Standort zugewiesen. Also diese Verknüpfungen, die sind natürlich immer auch erfassbar von diesen Tools, die eine automatische Internalisierung machen. Was zum Beispiel geht, ist, was ich auch verknüpfen kann, ist zum Beispiel eine Anwendung an Dienst. Im Prinzip diese Dienste, die habe ich in Debian oder in Apache, das sind im Prinzip auch
Objekte, die genauso erfasst und gepflegt werden. Hier in dem Fall zum Beispiel unsere Software. Dann habe ich dort die Objekttypen Anwendung und Dienst. Dann kann man hier so einen Dienst definieren. Also beispielsweise ein Edge kann ich dann damit knüpfen. Das ist aber auch so ein Ding, das von zum Beispiel Elementary abgedeckt wird, dass wir mittel eben auch die Software auf so einem System läuft. Und da werden beispielsweise Objekte auch automatisch angelegt und verknüpft. Aber an bestimmten Stellen funktioniert das eben nicht. Ja, wie beispielsweise bei einem Standort. Also in welchem Gebäude steht das Ding eigentlich. Wie gesagt, das Interessante eigentlich, und das, was so eine CMDB jetzt ausmacht, sind die ganzen Verknüpfungen untereinander. Hier haben wir zwei Beispiele gesehen, den Standort und Anwendungen, die ich mit meinen Servern zum Beispiel verknüpfe, die dort laufen. Ich kann auch noch beliebige andere Abhängigkeiten beispielsweise definieren. Das ist die Abhängigkeiten ist jetzt so ein Ding, das ist erstmal frei von Semantik. Die Semantik dahinter, die muss man sich selbst definieren. Könnte man zum Beispiel sagen, hier steht zum Beispiel eine Abhängigkeit von einem Server zu einem anderen Server. Was auch immer das bedeutet. Hier in dem Fall beispielsweise wird das interpretiert als eine Nagios-Abhängigkeit. Ja, also Nagios-Modul kommt vielleicht später auch nochmal zu und kann dann hier Nagios-Daten zu den Abhängigkeiten zwischen den Objekten hinterlegen. Ja. Wie gesagt, ich finde dann eben auch hier Software und weiter diese drei Software-Infrastruktur an, das sind die drei großen obersten Hierarchie-Ebenen, unter denen man die verschiedenen Objekte findet. Ja, genau. Wollte ich auch noch drauf kommen. Jetzt haben wir ja zum Beispiel gerade eben hier, nicht bei CPU, bei Speicher, da waren wir, da haben wir eben gerade zwei Sachen hinzugefügt. Und wenn ich jetzt hier mal das Objektkategorie, das Logbuch, wenn ich da mal reingehe, und den Standort haben wir auch verändert. Das ist jetzt hier sehe ich, wenn ich jetzt mal aufmache, dass ich es geändert habe von Standort Tivoli Serverraum Server Rack 1 auf Tivoli Serverraum. Haben wir das geändert, gerade den Standort. Aber ich bin hier in den Zentrum reingegangen. Und davor haben wir im Prinzip hier die Kategorie weiter verändert. Und haben da diese Werte eingefügt. Und dann kann man sich so nochmal so ein passes SQL hier anschauen. Also das SQL-Statement, das dazu ausgeführt wird, wird immer auch geblockt. Hier nur angepasster Form dargestellt. Ja, so habe ich hier die Änderungen, die sich da ergeben haben, auch drin. Diese Logbucheinträge werden eben auch erstellt, wenn ich automatisiert internalisiere. Also damit das wieder passiert, das ist genauso. Ja. Im Prinzip, wenn die Grafikkarte, ja gut, die Grafikkarte selber ist jetzt kein Objekt, die Grafikkarte ist im Prinzip eine Kategorieantrag. Das heißt, die wird jetzt selbst als Objekt dargestellt. Da könnte man wieder den Weg gehen, sich das selber zu konfigurieren. Also Grafikkarte ist jetzt im Moment kein Objekt, man könnte sich neuen Objekttypen definieren, Grafikkarte, den kann man verknüpfen mit dem Server. Einfach irgendwie über eine Kategorie, wo man selber sagt, Grafikkarte, hier verknüpft sich das. Und wenn man das so macht, dieses Objekt als Grafikkarte identifiziert, dann kann man das so hinbiegen. Das könnte man machen. So wie es im Ausführungszustand aus der Box ist, dass nicht da die Grafikkarte kein Objekt ist, sondern nur so ein Eintrag, wenn ich jetzt interagiere, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Edge, wenn ich das reinhole, schreibt er mich rein, welche Grafikkarte da drin ist. Und beim nächsten Mal, wenn sich das geändert hat, überschreibt er den Eintrag einfach. Dann wird die alte Grafikkarte im Prinzip gelöscht. Allerdings wird im Log festgehalten, dass da vorher diese Grafikkarte drin war. Aber es wird nicht das Objekt genau identifiziert. Sprich, die Grafikkarte wird jetzt genau identifiziert in der anderen Server, wo sie jetzt drin ist. Und erkannt, dass es sich um die Grafikkarte gerade handelt, die vorher in der anderen Server drin war. Also es funktioniert nicht. Innerhalb von IDUIT, jetzt werde ich hier schreiben, innerhalb von IDUIT auf diesem Server. Ja, das ist mal, hier in dem offenen Teil von IDUIT ist das jetzt erstmal so nicht abgebildet. Es gibt Kontakte, die man auch hinzufügen
kann zum Beispiel Servern und so weiter als verantwortlich und so weiter. Wir haben mal für einen Kunden, wenn man den Auftrag bekommt, gerade auch sowas abzubilden, zum Beispiel auch Postfächer, wer hat bestimmte E-Mail-Postfächer, wer hat bestimmte Schreibrechte auf Dienste oder wer administriert bestimmte Dienste und hat welche Rechte darauf. Was man hier momentan machen kann, ist, man kann Kontakte pflegen. Das könnte zum einen ein Google-Kontakt sein, also sprich Benutzer des Systems, die also das iTool verwenden. Oder es können auch einfach nur lose Kontaktinformationen sein, zum Beispiel User, die bestimmte Dienste verwenden oder bestimmte Server administrieren. Hier habe ich jetzt eine Liste an einigen, habe ich beispielsweise den Peter-Test in den Kontakten, jetzt könnte ich in den Server reingehen. Da gibt es dann eben auch eine Kategorie, die heißt Kontakt. Und mache ich den alten hier mal weg. Und sage, ich füge den Peter hier als Kontakt hinzu. Jetzt ist er einfach als Kontakt hier zugewiesen. Ja, und ist auch wieder offen, welche Semantik das Ganze jetzt hat. Ja, also ist er jetzt verantwortlich? Hat er den eingekauft, den Server, oder hat er den kaputt gemacht? Also das ist letztlich mal abhängig davon, wie man am Ende auch reportet, ne, was man sich nachher rausholt und wie man die Informationen interpretiert. Die Erweiterung bestand dann im Prinzip darin, dass man hier zu diesem Kontakt außer eben der Verknüpfung noch pflegt, welche Rechte der hat. Also was hat es schon gegeben. Also man könnte auch zurückgreifen, heute aber nicht in diesen Out-of-the-Box-Teil hinein. Ja. Ja, also was man momentan hier machen kann, ist, man kann hergehen und sich überall das anmelden in diesem System. Ja, also wenn ich mich jetzt hier abmelde, dann habe ich wieder den Anmeldebildschirm und ich kann im Prinzip hier über das Modul, ist ein Modul dabei, das heißt LDAP, da kann ich reingehen und kann mich jetzt hier dann zum Beispiel so ein Active Directory oder so ein Open LDAP oder sowas hernehmen und sagen, meine Benutzer kommen aus der UU und haben hier die Rechte. Na, wenn ich jetzt mal hier reingehe, das ist jetzt hier ein Beispiel, stehen jetzt einige Informationen, also beispielsweise der Admin-Benutzername und in welcher UU wird mit dem Benutzer gesucht. Ja. Ja, genau, da wollte ich jetzt noch den nächsten Schritt kommen. Im Prinzip der Anmeldung wird gerade hier in diesem Directory gesucht nach den Benutzern und die werden dann angemeldet und entsprechend authentifiziert und autorisiert. Dass man jetzt Kontakte einfach so verifiziert, macht sich unabhängig davon, die sich anmelden oder nicht. Das kann man jetzt in dem Zustand auch noch nicht. Das ist aber auch eine Sache, die bei uns in Entwicklung ist. Also dass wir in Zukunft gehen, geht jetzt momentan noch nicht, dass man einfach lose Kontakte verknüpft aus dem LDAP Directory. Wie gesagt, die Anmeldung funktioniert aber. Also man kann sich über man muss die Benutzer hier, die Benutzer des iTool, muss man sich extra nochmal innerhalb vom iTool pflegen, sondern die kann zentral über sein Directory pflegen. Noch momentan fragen. Okay. Ja, dann können wir da, jetzt haben wir gesehen, Infrastruktur, Kontakte, auch im Prinzip alles, was wir gesehen haben bisher, außer was halt in den Kategorien steht, sind im Prinzip auch immer Objekte. Das heißt, Teilnehmer eines Systems, die jetzt hier innerhalb der IoT-Infrastruktur arbeiten, die Dienste, die laufen auf den Host, die Host selber und auch dieses ganze andere Zeug, was man hier findet, das sind im Prinzip alles Objekte, die sind untereinander verknüpft. Also im Prinzip wird der Kontakt jetzt auch nur als Objekt identifiziert. Ja, das Weitere, was mir vielleicht schon aufgefallen ist, an der einen oder anderen Stelle, dass man hier ein grünes Läppchen hat, mit so einem Ab, das betrifft gerade das Nagelsmodul. Also wie ich schon gesagt habe, eingangs haben wir eine Anbindung an Nagios, die läuft jetzt bei mir lokal Nagios und ein LDO-Dienst. Und was man machen kann ist, wenn ich in den Server reingehe, dann habe ich hier eine Kategorie, die auch Nagios heißt. Und brauche hier im Prinzip, das kennt man sonst von der Nagios-Oberfläche, wenn ich Nagios bedeutet, das ich ja schon öfters mal gesehen. Einmal diese Information. Und im Prinzip muss ich nur angeben, also ich muss mich verbinden mit einem NDO-Server und kann dann sagen, ob ich diesen Server hier gerne im iTool überwachen möchte. Also schreibe ich das auf aktiv und gebe dann im Prinzip nur noch den Hostnamen an, den
dieser Server hier innerhalb von Nagios hat und dann funktioniert es eigentlich schon. Den MDO-Server selber, den kann man in den Modul Nagios verwalten. So, da kann ich dann hier reingehen. Da gibt es ein Modul, das heißt Nagios. Das sind die globalen Nagios-Einstellungen hier. Hier kann ich jetzt beispielsweise meinen MDO-Server pflegen. Ja, kann hier ein eintragen und sagen, hier auf dem Localhost läuft im Prinzip ein MDO. Daher kommen meine Daten, meine Statusdaten für das Admit. Hier kann ich auch mehrere hinzufügen, das spricht, ich kann jetzt hier beliebig viele hinzufügen, dann kann ich noch die Nagios Hosts selber pflegen. Die Nagios Hosts sind ja nicht mal unbedingt die, auch wo gerade das MDO drauf läuft und dann sagen, wo tatsächlich welcher Host tatsächlich der Nagios Host ist. Das hat noch später den Vorteil, dass ich, wenn ich diesen angebe und sage, auf welchem Host der Server überwacht, bekomme ich im Prinzip einen Link direkt auf die Startseite von dem Nagios zu diesem Server beispielsweise. Weiterhin kann ich auch hier das Nagios-Pool direkt eben auch ab, das habe ich glaube ich eigentlich auch schon gesagt, eben für das Logbuch, das Statusmeldung herausgeholt werden. Das NDO pflegt außer den aktuellen Statusdaten eben auch historische Statusdaten, das heißt jede Downtime, jede Ausfall oder jede Recovery, die irgendwann mal passiert im Lebenszyklus eines Dienstes oder eines Hosts, wird ja dort festgehalten und kann man sich im Prinzip dann, wenn man möchte, auch ins Logbuch eintragen lassen. Also genau wie bei diesem Controller, den ich schon angesprochen hatte, wo man automatisiert über den Cronjob reinholen kann, aktuelles Inventar mit Sätzen, wie es sich momentan darstellt, kann ich das ganz genauso anbinden an die NDO-Datenbank und sagen, tun wir immer einmal, weiß nicht, alle 10 Minuten die aktuellen Statusdaten und die historischen Statusdaten hier rein und schreibe die bitte ins Logbuch. Dass ich dann im Logbuch, ich glaube, hier habe ich jetzt keine. Ach, jetzt ist das meine Ansicht hier. Das gibt den Filter nicht. Ja, gut, hier sind jetzt keine, in diesem Server sind jetzt momentan keine Nagios-Daten gepflegt. Also kann ich mir im Prinzip dann im Logbuch auch die Änderungshistorie zum Status des Servers anzeigen lassen und kann das so verfolgen, wann die Downtimes waren und wann der Dienst vernünftig lief. Das gleiche geht im Prinzip über Syslog. Eine noch wichtige Komponente oder eine große Kategorie, die es hier gibt, ist die Netzwerkkategorie. Hier kann ich jetzt im Prinzip Interfaces und Ports anlegen. Ich gucke jetzt mal gerade in die Ports rein. Hier habe ich jetzt einen Port angelegt und habe den IP-Adresse im Prinzip verpasst. Genau dafür werden auch die IP-Adressen identifiziert. Auch hier gilt, wie an fast allen Stellen im Modul, ich kann das sehr detailgenau machen. Ich kann jetzt mal zum Beispiel in den Port reingehen und sehe dann hier, da sind eine ganze Menge Informationen hinterlegen kann. Also genau den Typ, welchen um den Stecker handelt es sich, welche Kabel verwende ich, Duplex-Modus und so weiter und auch Verbindung zu weiteren Objekten kann ich hier angeben, zum Beispiel zu Netzen. Aber ich muss diese Informationen alle nicht pflegen. Ich kann die auch alle aussparen und kann mir im Prinzip ein Set aussuchen an relevanten Informationen, die für mich in meinem Zusammenhang wichtig sind. Nein, die Daten werden durch das Dokumentieren innerhalb vom IP nicht gültig gemacht. Das ist wirklich ausgerollt. Wenn ich jetzt hier sage, ändere die IP-Adresse oder sowas, dann erhält dieser Server nicht tatsächlich diese IP-Adresse. Ist die Überlegung, ob man das als Erweiterung vielleicht nochmal anbietet, das sind natürlich Schnittstellen, die dazu notwendig sind, um das Ganze auch wirklich vernünftig umzusetzen. Aber in erster Linie geht es hier um die Dokumentation selber. Das heißt, durch das Dokumentieren macht man die Daten nicht gültig in einem. Ja, in seiner Landschaft. Also
das geht schon eher Richtung Asset Management. Ich sag mal, so ein CDB, was ich hier abbilde, ist im Prinzip ein Soll. Was man natürlich noch braucht, ist natürlich so eine Abgleichsebene, wo ich sagen kann, Soll ist Vergleich. Ja, ist das, was ich dokumentiert habe, tatsächlich auch der Fall. Ja, und sowas kann man beispielsweise über die Stage Venture auch lösen. Also man könnte hergehen und sagen, zeigt mir, was steht in der Kategorie als IP, was wurde ermittelt, stimmt das überein. Aber im Prinzip, was ich hier dokumentiere, ist das Soll, was wir nicht auf die reale Welt übertragen. Das Pet-Panel ist ein Objekt, den sich viele selbst definiert haben. Der ist jetzt erstmal hier so im Standardumfang nicht enthalten. Ist aber momentan auch eine Entwicklung, wird auch im nächsten Release mit Sicherheit enthalten sein. Pet-Panel ist auch so ein Thema, das immer wieder gefragt wird. Momentan lösen die Leute das einfach so, indem sie sich einen eigenen Objekt definieren, Pet-Panel, und geben denen eine Kategorie Netzwerk und erstellen da zum Beispiel beliebig viele Ports drauf, ja, so viel wie Pet-Panel im Prinzip hat. Kann man so machen. Ja, das kann man, also im Prinzip kann man sich das selbst definieren. Aber was häufig gefragt ist, Features, haben wir gesagt, okay, wir liefern da lieber einen Standardtypen mit festen Vorgaben, das im Prinzip später auch besser auswertbar zu machen. Ja, so ein bisschen auch, also das geht so auch ein bisschen in Richtung Discovery oder so, dass man dann schaut, was ist der Fall. Das ist auch eher, sind Sachen, die wir alle schon diskutiert haben und wo wir auch der Meinung sind, dass sinnvolle Erweiterung steht in der Entwicklung im Prinzip. Aber da gibt es keine zeitliche Abgrenzung dafür, wie wir sowas unter Umständen releasen wollen. Aber grundsätzlich hat man sowas im Hinterkopf, weil das im Prinzip auch was ist, was nicht ganz unbeliebt ist, sag ich mal. Ja, dass man zum Beispiel so eine Switch-Screen macht. Auf diese Weise könnte man beispielsweise auch eher Verknüpfungen erfahren. Ja? Also ich könnte zum Beispiel hergehen und beispielsweise genau sehen, welche Kabel ist mit welcher Hose ist hier verbunden an der Stelle. Das kann ich momentan auch nicht hier belegen. Ich kann jetzt hier genau sagen, dieser Port ist genau verbunden und jetzt wähle ich hier aus in einen anderen Port. Na gut, im Server vielleicht nicht, jetzt hier einen Switch aufsehen und könnte den dann halt mit irgendeinem Port, der dann auf dem Switch ist, verbinden. Ja, ich kann das wirklich Port genau abbilden. Aber über solche Erweiterungen würde sich natürlich ergeben, dass man sowas auch automatisiert laufen lassen könnte. Ist natürlich die Frage, wie man das integriert, ist ein etwas komplexeres Thema auch das Ganze, wie man sowas, wie man so eine vernünftige Discovery macht, zulässt, wie man dann Konsistenz macht, auch im, mit dem aktuellen Standsdokumentation innerhalb von iDoit. Also ist was, was wir auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Ja? Und was es wahrscheinlich irgendwann mal geben wird, weil dazu keine so zeitlich. Also so eine Massenänderung auch. Ne? Ja, ich überlege gerade, wie man das, also man kann das bewerkstelligen natürlich zum einen über eine automatische Inventarisierung. Man könnte das anders gestalten. Man könnte hingehen in diese Software zum Beispiel rein und sagen, die verknüpfe ich mit den Clients. Ja, und sagen, ja, alle Clients meine Dinge aufgenommen, ein bestimmtes Subset, das ich haben will und verknüpfe das. Das geht so nicht. Ne, das funktioniert nicht. Das ist aber eine denkbare Erweiterung. Also wenn tatsächlich, sag ich mal, Anforderungen geben würde, wenn es tatsächlich Bedarf geben würde, Leute uns dann sagen, ja, so eine Funktion hätten wir gerne. Also ließe sich implementieren, aber so momentan kann ich so eine Massenänderung da an der Stelle so nicht ausführen. Ne. Ja, gibt es. Ja, es gibt hier, das sieht man jetzt hier auf guter Auflösung, hier steht noch ein Port, noch ein Punkt.
kann ich zum Beispiel hergehen und mir verschiedene Daten. Gut, jetzt habe ich jetzt mal ein Dateisystem nicht drin, aber hier habe ich zum Beispiel so einen Export, das ist so eine XML-Datei hier an der Stelle. Da stehen in einem bestimmten Format, wir haben jetzt hier auch ein bestimmtes Exportformat. Wenn man jetzt die DMDB exportiert, dann bekommt man so ein großes XML beispielsweise raus, dann kann man sich XML-Export machen von bestimmten Objekten oder von ganzen Objekttypen oder Typen eines Standorts. Und genau das kann man eben im Prinzip auch wieder einlesen. Und es gibt auch einen CSV-Import, der ist natürlich auf der einen Seite so generisch, sag ich mal, also man kann nicht vollkommen generisch machen, aber natürlich die Struktur vorgeben muss. Ja. Man muss sagen, so und so hat es auszusehen, das CSV. Grundsätzlich ist es im Prinzip möglich. Man muss nur schauen, welche Daten hat man die vorliegen und muss dann den Filter im Prinzip anpassen, sag ich mal, welche Felder habe ich in dem CSV und so weiter. Und welche Felder sind jetzt, gehören jetzt wohin. Aber grundsätzlich geht das, es gibt einen CSV-Filter, mit dem man auch Daten, die aus dem CSV beispielsweise bekommen, einlesen kann. XML, das ist ein strukturiertes Format und dann kann man das hier importieren und kann sich dann seine CSV auf den aktuellsten Stand bringen lassen. Ja. 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 Kann man machen. Ich könnte jetzt als Standort, ich gehe mal auf Gebäude hier und gehe dann mal auf den Tivoli. Der hat jetzt hier eine Kategorie, die nennt sich beispielsweise Notfallplan, hier kann ich Notfallpläne hinterlegen, Wartungsverträge oder ganz einfach Dateien. Ja, ich gehe jetzt mal in die Datei rein. Dateien werden innerhalb von IDU auch ganz normal wie Objekte behandelt. Das heißt, es ist im Prinzip ja auch eine Verknüpfung zu einem Objekt. Die Datei ist ein Objekt. Ich gehe jetzt hierher gehe und sage neu. Dann kann ich hier beispielsweise wählen, ja, ich habe jetzt hier einige Dateien schon drin, innerhalb von Maduit, die ich hochgeladen habe. Ich kann jetzt einfach mal, ich kann mal den Möglichkeiten gehen, jetzt noch eine Abkürzung über den Wizard, ich gehe mal den etwas umständlichen Weg, um das zu zeigen. Ich gehe jetzt auf die Datei, gehe eine neue Datei an, die nenne ich dann beispielsweise Lageplan oder vielleicht Lageplan oder so hochladen. Speichere das Ganze an und es könnte hier innerhalb von diesem Lageplan dieser Datei, kann ich eben sagen, bei den Dateiversionen kann ich dann verschiedene Versionen zu dieser Datei hochladen. Jetzt kann ich sagen, ich lade jetzt hier ein Dokument hoch. Version 1 und wähle mir jetzt irgendeine Datei aus. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich vernünftigerweise was herbekomme. Zum Beispiel diese Präsentation hier. Ja. Die nehme ich jetzt her und lade die dazu hoch. Das ist jetzt zu dieser Datei, Lageplan, die ich gerade angelegt habe, die Datei Version 1. Jetzt könnte ich auch hergehen und neuere Versionen beispielsweise hier zu hochladen. Ich könnte dann im Prinzip auch nachher in Revision durchgehen und schauen, welche Version dieser Datei hat es denn in der Vergangenheit bereits gegeben. Also ich kann neue Versionen hochladen und die alten zurückverfolgen. Ich könnte dann jetzt wieder hergehen zu meinem Gebäude. In der Datei das jetzt gerade verknüpfen, hier der Lageplan, den wir da angelegt haben. Und das Ganze dann speichern. Ja, und dann kann ich, wenn ich jetzt hier auf der Datei gehe, dann sehe ich den Lageplan und kann mir den hier auch direkt runterladen. Beziehungsweise angucken. Also das funktioniert. Im Prinzip sind Wartungsvertrag und Notfallplan nicht weiter als Dateiverknüpfungen, die sind nur ein bisschen aufbereitet, weil das für Notfallpläne und Wartungsverträge häufig dann nochmal, die wollen das einfach nochmal gesondert dargestellt haben. Ja, dass man uns diese Dateien im Allgemeinen einfach, weil alles, was da nicht reinpasst, inhaltlich in den Notfallplan oder Wartungsvertrag. Ja, so kann ich im Prinzip dann hier auch die Datei verknüpfen. Wenn ich jetzt hergehe und zu der Datei eine neue Revision hochlade, dann habe ich automatisch auch die Verknüpfung aktualisiert. Das spricht, wenn ich jetzt hier auf Download klicke, würde ich immer die aktuellste Revision der Datei. Wenn ich älter haben will, muss ich die Datei selber angehen. Also dann könnte ich jetzt hier reinklicken und zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt nicht so, hier ist kein Link, dann müsste ich jetzt hier über die Datei gehen. In die Datei selber rein, dann könnte ich mit alten Revisionen schon zu der Datei. Ja, eben genau das gleiche gilt eben auch dann für die Wartungsverträge und für die Notfallpläne. So. Ja, sonst noch?
Ja, knapp 5 Minuten haben wir noch Zeit. Man noch das? Ja, okay, dann kann man mal versuchen, in der Kürze der Zeit in die Workflows einzugehen. Die Workflows sind ein separates Modul nochmal zu dem iDoIt. Und was ich hier machen kann, was so genutzt wird, sind sogenannte, also die Workflows teilen sich auf in sogenannte Task-Checklisten. Das heißt, ich habe so ein Task, das ist eine einmalige Aufgabe, die kann ich definieren. Und kann dann beispielsweise hingehen und sagen, ich möchte gerne die Bänder wechseln. Ja, ist normalerweise so ein typischer Task, der anfällt. Weiß aber, okay. Also der Auftraggeber bin ich jetzt, als Admin, der hat mich angemeldet und kann jetzt jemanden einen Auftrag zuweisen, dem Peter. Speichern. Ich könnte jetzt aus der CDB jetzt hier noch ein Objekt wählen, das betrifft. Jetzt mache ich beispielsweise aus die Bänder wechseln in der Table Library, habe ich jetzt hier jetzt meinen Server. Vom Server 1 betrifft das. Der Typ habe ich als Task festgelegt. Und dann hier ein Datum angeben, innerhalb dessen das erledigt werden muss. Von heute, spätestens morgen. Bitte erledigen. Ich kann hier noch eine E-Mail-Adresse hinterlegen, der auch noch bitte über den, darüber informiert werden soll. Hier noch eine etwas detailliertere Beschreibung. Und hier kann ich die Zeitintervalle im Prinzip angeben, nachdem das Ganze eskaliert. Ja, oder beziehungsweise nachdem zumindest benachrichtigt wird, darüber, dass der Task nicht erledigt wurde. Also sprich 2 Tage nach Routine geht eine Eskalationsmail aus. So, jetzt bekommen im Prinzip, werden jetzt Mails versendet, einmal an mich, an den Admin, der diese Task erstellt hat, und einmal an den Peter, der den Task zugewiesen bekommen hat. Jetzt hat hier, wenn jetzt der Peter sich anmeldet und dann sieht er diesen Task. Dann machen wir es anders, dann muss er sich anmelden am besten. Ich nehme mal jemand anders, weil der immer den Editor. So, ich mich jetzt abmelden. Und jetzt meldet sich der Editor hier an, der gerade diesen Auftrag zugewiesen bekommen hat. Der geht dann hier rein in die Workflows, sieht diesen Workflow. Wenn er da reingeht, ist ihm zugewiesen und kann ich jetzt annehmen. Und später dann schließen. Noch ein Besuch, wo ich noch gar nicht drauf eingegangen bin, ist diese My Do It Area. Wenn ich das hier aufmache, dann sehe ich so ein bisschen ein, kann ich hier Lesezeichen hinterlegen. Das heißt, zum Beispiel auf einem bestimmten Server gehe ich rein, suche ich häufig eine Arbeit oder sowas oder einen bestimmten Dienst, wo ich häufig Änderungen mache und füge mir den als Lesezeichen zu und was ich habe, sind meine zugewiesenen Aufträge. Also sprich, wenn der Editor sich jetzt angemeldet hat, auf der Startseite ist, dann weiß ich, dass mir irgendwelche Workflows zugewiesen sind. Das heißt dann tatsächlich, dass er eben in seiner Dude Area geht halt rein, wird ihm zugewiesen, also klickt er dann auf. Jetzt zum Blog anlegen, nimmt das Ganze an, dann ist ihm dazu aufs zugewiesen und jetzt, wenn ich nochmal die MyDoIt-Area aufmache, dann finde ich diesen Task wieder unter angenommenen Aufträge. Der Admin würde das beispielsweise unter erstellten Aufträge wiederfinden, dass er diese erstellt hat. So, wer das Ganze dann erledigt hat, kann hier irgendwas eintragen, kann den Bericht ändern, beispielsweise an den Admin, der hier beauftragt hat. Und dann sagen, dass er den erledigt hat und dann wird er weg. Ja. Ja. Schauen wir mal los. Da sind die jetzt, weil er erledigt ist. Das ist dann nur die aktiven, ich muss mal alles Logbuch. Ja gut, also solange der Workflow noch aktiv ist, sieht man den auf jeden Fall hier. Wenn der jetzt erledigt ist, ist weg. Das ist die Frage, jetzt könnte man natürlich den View nicht so eigentlich noch so weit, dass man das Ganze noch sieht. Ja, dass das Ganze hier natürlich auch gelaufen ist, ja, dass die wieder da weggeworden sind. Man kann hingehen und sagen, in dem Moment wirklich einen Task erstellt und sagen, ich möchte gerne den Speicher wechseln, betrifft den und den Server, bitte so upgraden und wenn der Workflow erledigt ist,
über so eine Inventarisierung erfasst. Also das Ganze hat jetzt hier keinen Rückfluss. Ja, das Ganze wird dann dadurch dann aktualisiert. Ja, dann gibt es noch die Checklisten, das habe ich nur noch 2 Minuten. Ja, die Checklisten, das sind wiederkehrende Tasks im Prinzip, also Bilder wechseln, was ich gerade als Task definiert habe, wäre normalerweise eigentlich eine normale Checkliste, also ein wiederkehrender Auftrag. Das heißt, ich klicke eine Checkliste einmal an, das kann ich jetzt hier als Editor nicht machen. Kann ich hergehen, so eine Checkliste anlegen. Sieht von der Oberfläche genauso aus, nur der Unterschied ist, dass ich hier ein Startdatum und ein Datum habe und das gibt aber das komplette, den kompletten Zeitraum an und ich gehe dann im Prinzip hier Intervallen. Ja, und sage dann, das muss täglich gemacht werden, außer Sonntag und Samstag, so müssen die Bilder gewechselt werden. Das heißt, jeden Tag wird aus diesem, also innerhalb des Zeitraums, innerhalb diese Checkliste gültig, wird jeden Tag ein Task erstellt und dem Verantwortlichen, den ich hier definiere, hat vorgelegt. Ja, das ist jeden Tag zu tun. Er muss den Task jeden Tag auch abhaken, annehmen und abhaken, dass er das getan hat. Ja, so kriegen sich dann diese Checklisten aus. Ja, also als wiederkehrende oder typische Tasks. Ja, das geht. Also man kann jetzt zum Beispiel eine ganze Gruppe definieren, zum Beispiel, dass ich die Operator oder sowas und hier habe ich keinen Operator, hier habe ich die Gruppe Editor und kann das sehr kurz zuweisen. Kann jeder beliebige, der sich an der Gruppe befindet, unterlegen. Ja. Ja, es gibt einige Routen, die das ansetzen. Von großen, die man kennt, kann man nennen, zum Beispiel die Verdi, die setzen das ein. Die Deutsche Post setzt das ein. Also Teile der Post. Ja, das ist ein Riesenunternehmen mit vielen Subunternehmen. Es gibt da eine bestimmte Unternehmensteile, die das einsetzen. Das BMI setzt das ein. Also das Bundesministerium ist also setzen auch ein Moment ein. Mit dem BMI. Also sprich jetzt hier irgendwie CMB-technisch oder was man da. Das heißt, dass man jetzt in einem Dokument bestimmte Dinge einhalten muss, dass dann darauf geachtet wird, dass es da bestimmte Dinge gibt. Das nicht, hat auch gar nicht zu tun, dass wir da wieder so ein bisschen den praxisorientierten Ansatz verfolgen. Zum einen haben wir darüber auch gar nicht nachgedacht, aber zum anderen, das würde so ein bisschen trotzdem stechen mit dem praxisorientierten Ansatz, dass man sagt, man kann es so dokumentieren, wie man möchte, oder so wie es tatsächlich ist. Weil wenn er mir sagt, so darf es aber nicht, aber so ist es bei mir. Natürlich kann ich natürlich, sag ich mal, entgegen der Empfehlung einfach dann wirklich das machen, klar. Ja. Also Visio ist ja jetzt nicht gerade ein gutes Austauschformat, sag ich mal. Ja. Ja, Visio ist natürlich kompliziert. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwelche offenen Schnittstellen hat, an die man anknüpfen kann, wo man Daten rausziehen kann. Aber das ist ja geschlossen, das Ganze. Ne? Da kommt ja keiner so richtig ran, an die Daten, die da drin stehen. Also Visio, sag mal, so der Import von Visio-Dateien oder sowas und dann darauf. Nee, geht nicht. Okay, da habe ich schon ein paar Minuten überzogen. Okay, ja, die Frage, wir sollen die ganze Zeit weiter.
wenn man das, ich sag mal, das Handbuch mehr oder weniger vorgibt, weil du ist, nach regelmäßige Datensicherung, man kann einfach, das ist eine MySQL-Datenbank, die dahinter steht, was man machen kann, ist, man kann das regelmäßig einfach dumpen. Das reicht vollkommen aus, man kann es dumpen und dann das in einem anderen Standort wieder dumpen. Also das kann man machen. Aber muss man natürlich dann für sorgen. Die Teilwerke liegen im Dateisystem. Also die sind nicht jetzt als in irgendwelchen Bibliotheken oder sowas drin, sondern die liegen tatsächlich im Dateisystem des Alguid. Momentan nur MySQL. Ich sag mal, es hat relativ wenig Nachfrage, sag ich mal, zu anderen Daten, die wir messen gegeben. Es wurde mal lose gefragt nach Microsoft. Jetzt haben wir vielleicht relativ konkret mit unter Umständen bei einer Anforderung Oracle umzusetzen. Muss man mal schauen. Allerdings hat es bisher, wie gesagt, noch nicht so den Bedarf gegeben, dass wir gesagt haben, okay, das ist eine Sache, die müssen wir implementieren. Also momentan die Leute das benutzen mit MySQL so, fahren die gut sind zufrieden. Wenn es größere Anforderungen da gibt, auch wenn es größere Nachfrage gibt, so lassen wir eigentlich auch das Projekt insgesamt steuern. Wenn Leute auf uns zukommen und sagen, sie nutzen das und das sind wichtige Features, dann nehmen wir sowas immer mit rein. Also immer so überlegen, wir schließen da niemanden aus. Allerdings müssen wir schon teilweise dann, wenn solche größeren Sachen sind, die eine komplette neue Datenbank-Ebene, also dann, es gibt hier eine Abstraktionsschicht auf innerhalb von Alguid, das ist alles komplett abgeschnitten. Man kann im Prinzip diese Datenbank komplett austauschen, aber trotzdem so eine komplett neue Schicht zu implementieren, ist ja auch ein bisschen Arbeit, bei sowas würden wir dann im Prinzip nur machen, wenn es tatsächlich etwas größeren Bedarf dafür gibt, wenn mehr Leute kommen und sagen, das ist jetzt unbedingt notwendig, dass Oracle unterstützt wird, weil man das SQL dafür Unsinn. Also da bin ich gezeigt, leider auf die Seite hinzukommen. Das Ganze lässt sich im Prinzip auch, das zeige ich euch noch ganz schnell anhand des Wars, das Ganze lässt sich auch exportieren. Also das heißt, wenn ich jetzt hergehe in die Theorie, da habe ich die Exportparameter auch noch zu dem AGS und kann dann, wenn ich das mal komplett aufklappe, hier all diese ganzen Daten, die ich im Prinzip auch in alten AGS-Konfigurationsdateien denken, hier hinterlegen. Die Abhängigkeiten werden zum Beispiel auch interpretiert. Da können interpretiert werden, wenn ich das möchte, als Nagelsabhängigkeit, kann ich die Nagelsabhängigkeit definieren zu den Anwendungen und Diensten. Da verknüpft hier sich auch schon den Status zu dem Dienst. Den Dienst kann ich natürlich auch überwachen. Dann hier Exportparameter auch hinterlegen und kann dann später im Modul Nagios einfach hergehen. Hier sind auch noch Service Escalation, Source Escalation, Time-Field Commands, die ich alle definieren kann, wo wir auch mal vorgegeben dabei sind. Kann sagen, ich exportiere das Ganze. Dann habe ich hier Nagios-Konfiguration, die dann hierbei rauskommt.